Klappt allerdings ganz gut. Und da ist die letzte Tür. Also die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Wir sind nämlich einfach hier schnurstracks geradeaus weiter. Nachdem wir die Seele hier oben genommen haben. Aber ihr dürftet sie gesehen haben, als ich da hochgegangen bin. Hier können wir nämlich wieder den Soldatenschlüssel benutzen. Irgendwas ist gerade gestorben. Und da ist ein neuer Typ an Gegnern. Wie man sehen kann, ist der stärker. Wow, und es ist ein zweiter noch dabei. Also ja, sie sind machbar. Es ist allerdings nicht so gut, dass der eine uns gerade eben eine reingewirkt hat. So, da ist noch ein dritter. Eigentlich sollten die Jungs uns sagen, geh hier noch nicht lang, hier ist es etwas schwieriger. Und der spackt da so schön da oben rum. Erlösen wir ihn mal von seinem Leid. So, wäre mein Speer noch ein bisschen stärker, könnte ich die One-Hitten. Gelobt sei die Sonne. Jupp. Hier sollte auch gelobt die Sonne sein. Ich glaube, ich schreibe es auch mal hin, dass ihr das auch seht. Also hier unter Nachricht verfassen können wir am besten das hier machen. Also man kann nur Vorgaben machen. Objekte, Konzepte. Nein, zurück. Überlegungen. Ja, genau, hier müsste es stehen. Gelobt sei die Sonne. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Speichern. Und das schreiben wir hier einfach hin. Und jedes Mal, wenn einer diese Nachricht bewertet, also so wie ich das teilweise tue, so und... Ja, tolle Aussicht voraus. So, dann kriegen diejenigen ein paar Lebenspunkte zurück. Was eigentlich auch fast schon ein Grund ist, öfter mal kluge Nachrichten zu schreiben. Und ja, wir sind jetzt hier an der Küste wieder mal. Also da hinten, wenn man... Man kann es leider von hier aus wahrscheinlich überhaupt nicht sehen. Irgendwo da hinten müsste man Majula sehen können. Also in der Richtung da hinten irgendwo ist Majula. Wir wollen allerdings jetzt hier auf dieses neue Kampffeld, was man an der Nebelwand unschwer erkennen kann. Und hier nehme ich meinen Speer zweihändig. Ja, Boss-Time. Und zwar kennen wir den Jungen schon. Das letzte Mal hatte ich keine Lust, gegen ihn zu kämpfen. Und das nicht nur, weil seine Augen böse rot leuchten und er ziemlich böse aussieht. Ach ja, und er kann schweben natürlich. Darf ich euch den Pursuer vorstellen? Einer der härtesten Bosse im Spiel. Au. Und das nicht nur wegen dem Schaden, den er macht. Genau, wenn er ist nämlich einmal sehr schnell für seine Rüstung. Und er hält verdammt viel aus. Oh, jetzt macht das. Und diese Attacke hier ist sehr mies. Man kann ja aber ziemlich leicht ausweichen. Und gerade in solchen Fällen sie ziemlich gut vorausahnen. Au. Man sollte jedoch nicht in solche Angriffe reinrollen. Ja, dieser Gegner hier, den kann man fast nicht mit Schild besiegen, weil er dermaßen viel Schaden macht. Er schlägt ständig den Schild weg. Man muss nur wissen, wie man ihm ausweichen muss. Also als ich das erste Mal gegen ihn gekämpft habe, bis ich sein Angriffsmuster herausgefunden habe, habe ich ungefähr 30 Versuche gebraucht. Das hier macht er relativ selten. Wow. Das hier habe ich sogar noch nie bei ihm gesehen.
Ja, er macht die... Ja, eine Zweier-Kombo und eine Dreier-Kombo. Und er macht damit teilweise richtig viel Schaden. Während wir ihm relativ wenig Schaden machen. Außer mit einem schweren Angriff. Aber ich glaube, zweimal zupieksen macht fast schon mehr Schaden bei ihm als das. Wow. Also ja, nachdem ich ihn irgendwann raus hatte, war er ziemlich einfach. Jo. Wie gesagt, beim ersten Mal, als ich gegen ihn gekämpft habe, habe ich so 30 Versuche gebraucht. Und jetzt habe ich ihn gerade eben im First Try geschafft. Und er droppt einen ziemlich netten Ring. Den Klingenring, der erhöht nämlich meinen Schaden. Deswegen lege ich ihn auch gleich mal an. Man kann nun hier durch. Zum einen ist hier wieder so ein Baum. Also früher oder später hätten wir durch ihn durch müssen. Leider passiert hier jedoch nichts. Nein. Da wäre ein Nest. Mal wieder. Das gucken wir uns aber nachher gleich an, weil hier gibt es erstmal noch einen Secret-Schatz. Nämlich die fast komplette Dragonlick-Ausrüstung. Wow, und... Der da ist etwas angepisst. Ja, und wenn wir alle Bosse besiegt haben, dann erscheint da oben unter dem unserem Lebensbalken, wie man sehen kann, so ein komisches Symbol, das fast aussieht wie ein durchgestrichenes Auge. Das heißt, hier können wir nicht mehr von anderen Spielern invasiert werden, sobald wir alle Bosse getötet haben. Das ist einfach optional. Das können wir auch selber auslösen, indem wir ein Menschenbild an einem Leuchtfeuer verbrennen, hier in dem Gebiet. Wird aber auch ausgelöst dadurch, dass man alle Bosse besiegt. So, somit kann man einfach hier in Ruhe grinden in den Gebieten, ohne dass man von Phantomen gestört wird, sobald man die Bosse besiegt hat. So. Was steht denn hier? Hurra für sinnlos. Ja, schön. Traurigkeit. Vision von Riese Aberloch. Ja. So, jetzt gucken wir uns das Nest hier oben an. Nachricht lesen. Gelobt sei die Sonne, gelobt sei die Sonne. So. Wenn wir uns das Nest anschauen, kommt sein Vogel, also der Vogel des Pursuers, den wir gerade getötet haben, oder besiegt haben besser. Und schleppt uns weg. Flutsch. Und zwar zu einem Ort, an dem wir noch nicht wollen, nämlich die verlassene Festung. Hier können wir das Leuchtfeuer entzünden. Hilfe. Sackgasse voraus. Ja, sehr schön. Schwäche Geschoss, aber Vorsicht vor Sprungangriff. Und die beiden Truhen hier ignoriere ich dezent. Denn in einer der Truhen ist ein Gegenstand, den haben sie jetzt in Scholar of the First Sin einfach mal von einem viel späteren Gebiet dorthin verlegt. Und der ist für eine, sagen wir mal, Nebenquest wichtig. Ah, und hier ist sie auch schon. Die Händlerin. Und ja, man sollte den eigentlich erst viel später kriegen, bevor, nachdem man den Quest-Charakter getroffen hat. Wenn man ihn nicht übersieht, den kann man nämlich leicht übersehen. Und wenn ich jetzt schon den Gegenstand eingesammelt hätte, da aus der Truhe, hätte ich den Dialog verhunzt. Was sagen die Tode weltweit? Sind mehr geworden, ist klar.
Ihr seid dem IT vergeben und habt einen Rang erhalten. I will always be here, watching over you. Ja, ich habe den Blutbissring erhalten. May you find peace on your journey. Danke. Also ja, der Eid der blauen Apostel, oder der blaue Pfad, besser gesagt, den wir haben, in dem steigen wir dadurch auf, dass wir rote Phantome töten. Also Invasoren. Dazu zählen NPCs, aber auch Spieler. Und nach einem, fünf und ich glaube sieben oder so Phantomen, oder eins, drei und sieben, oder war, ich weiß nicht mehr, wie viele es genau waren, das müsste ich nachgucken, kriegen wir jeweils einen Eidrang. Und ja, das würde ich wirklich gerne machen, einfach nur, weil ich es kann. Auch wenn das einfach nur ein Anfänger-Eid ist, der Gegenstände gibt, die man sowieso im Spiel findet. Aber einfach, weil man es kann. So, jetzt haben wir hier unsere Händlerin. Oh, you again. Go on. It's on the cheap for you. Ja, sie macht uns einen guten Preis. Allerdings kostet bei ihr alles immer noch dasselbe. Nur, dass sie jetzt Lebenssteine für 300 Seelen hat. Nee, 310 haben sie vorher schon gekostet. Ich meinte, sie hat unendlich viele Lebenssteine jetzt, nicht nur 10. So, ich kann mir jetzt erstmal den Wahrheitsverkünder kaufen. Ich habe bereits den Schlüssel gekauft. Ich habe für 3000 ihre 10 Lebenssteine gekauft. Das heißt, ich habe jetzt 8000. Das heißt, ich kaufe noch 2 Menschenbilder. Und spreche mit ihr. Ups, Entschuldigung. Gewohnheit. Und krieg von ihr den silbernen Schlangenring plus 1. Everyone's so stingy around here. Everyone's so stingy everywhere. You're my only customer. Don't make me beg. Now buy something. Ja. Call this place Medulla. Not too special if you ask me. It's just the place where everyone seems to end up. Everyone's so... Ja, mehr hat sie nicht zu sagen. Ja, und sie beschwert sich wieder. Wir haben jetzt hier gerade für 3000, 7000 Seen Zeug abgekauft. Das dürfte dir doch reichen. Und wow, du hast ein großes, schönes, großes Schwert. Ich glaube, das war der Zweihänder. So. Als nächstes würde ich am liebsten an der Kiste erstmal aussortieren gehen. Wobei, ich guck mal kurz, wie... Unser Speer ist Stufe 4 schon. Damit ziemlich stark und wir haben sowieso kein Titanit zum Aufstufen. Also steigen wir jetzt auf. So. Anpassung will ich mal auf 10 bringen. Ich könnte jetzt die Stärke auf 20 pushen fast. Aber ich pushe sie nur 2 Stufen höher. Belastung brauche ich jetzt nicht. Ich will jetzt erstmal auf Wille, Zauberei und etwas Int gehen. So. Einfach aus dem Grund, weil wir nachher 8 Wille und 8 Int brauchen. Für bestimmte NPCs. Und ja, das gibt's wirklich. Man braucht wirklich bestimmte Attributsvoraussetzungen, dass bestimmte Leute mit einem wirklich reden und einem nicht nur abweisen. So, Gegenstandskiste. Was möchte ich denn rauswerfen? Die Seele, die Augäpfel, den Riesensamen, das Ding hier. Grüne Blüte nicht. Ansonsten will ich von hier aus eigentlich gar nichts rausschmeißen. Waffen. Bastardschwert, Dragonlink-Schwert, die Peitsche kann weg. Den Kurzbogen behalte ich mal. Hier kannst du weg. Du kannst weg. Die Sachen will ich irgendwann verkaufen.
Die Dragonlick-Rüstung kann weg. Dragonlick-Rüstung. Dragonlick-Handschuhe. Und so.